Herzlich willkommen zurück, Alter. Hier schön zur LEC. Eben habt ihr die ganze Zeit ein bisschen längeren Bumper gespielt und ich dachte, ich habe jetzt noch Zeit, aber habe ich nicht. Ja, könnt ihr euch wieder freuen. Ich find's wieder, ne, euer Kalle, der kleine Dicke von Summer Das End. Neben mir stehen Kingsplay der und Bart. Und wir freuen Hi. Uns auf die letzten drei Partien des offiziellen Teils des Splits sozusagen. Mhm. Also danach kommen noch die Playoffs und eventuell haben wir heute noch zwei Tiebreaker Games. Aber erstmal müssen wir schauen, wie das nächste Spiel ausfällt, denn die Jungs von Schalke 04 treten jetzt an gegen Vitality. Sollte Vitality gewinnen, sind sie safe in den Playoffs, also sie sind dann da nicht mehr rauszudenken. Sollte Schalke gewinnen, müssen die Jungs von Vitality nochmal zittern, denn wir haben das Team von SK Gaming, das eben gewonnen hat, ebenfalls dann 7 Wins hat, oder sie haben es tatsächlich schon, und Rogue hat auch schon mindestens 7 Wins und Origin hat auch mindestens 7 Wins, das bedeutet schwierig. Origin hat eben verloren. Das bedeutet, sie sind dann in diesem Tiebreaker-Rumble mit drin. Sollte aber Rogue gegen Fnatic gewinnen, ist Rogue safe weiter. Das hätte man am Anfang des Splits auch nicht gedacht. Vitality. Ja. Wie machen sie es jetzt gegen Schalke? Backdoor. Bart. Vitality hat sich in den letzten Wochen nochmal verbessert. Sie hatten ja auch am Anfang so kleine Probleme, wieder zu den alten Leistungen zu finden, die sie auf den Worlds auch gezeigt haben. Auf den Worlds haben sie ja letztes Jahr komplett überrascht und überzeugt. Dieses Jahr ist es so, dass der Italian Stallion vielleicht gezähmt wurde. Ne? Jizuke ist dann nicht mehr ganz so krass unterwegs, was die Mechanics angeht, wie früher. Trotzdem, ich würde es Vitality gönnen, weil ich glaube, dass sie in den letzten Wochen nochmal stärker geworden sind. Ich glaube auch, sie haben mehr Potenzial als zum Beispiel in Origin aktuell. Es liegt aber auch hart daran, was sie für ein Botlane-Matchup kriegen, weil die Botlane von Vitality nicht die beste ist. Man muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, sie haben gestern gegen die Misfits verloren. Ne? Yeah. Das war auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel für sie. Und sie, also im Endeffekt ist es, sind die Misfits in diesem Split ein Bottom-Tier-Team. Und auf gegen dieses Team dann zu verlieren in so einem wichtigen Spiel, ist auf jeden Fall tragisch, macht das Ganze aber natürlich auch spannender für den heutigen Tag, meine Damen und Herren. Schalke 04 hat es bereits in die Playoffs geschafft und sie wollen jetzt vielleicht Vitality das Leben nochmal schwer machen. Vitality auf der Gegenseite möchte natürlich unbedingt in die Playoffs und sollte dieses Spiel somit gewinnen. Ich glaube, am besten wäre es sogar, wenn wir Vitality hier verlieren sehen würden und... Für Vitality wäre das nicht am besten. Nee, für Vitality nicht, aber insgesamt für die Teams, die wir in den Playoffs sehen, wäre es, glaube ich, gut, weil dann hättest du die Möglichkeit, dass SK nochmal hochkommt, weil SK, so wie die sich in den letzten Spielen bewiesen haben... Haben sie, wenn Rogue verliert, sowieso. Wenn Rogue verliert... Genau, aber ich würde tatsächlich sagen, dass Rogue und SK von den 4 möglichen Teams... Ja. Die besten sind. Oder zumindest die besten waren in den letzten paar Spielen. Genau. Ja, genau. Da würde ich mitgehen. Also da mal gucken. Na, vorher, wir gucken erstmal, wie das Spiel ausgeht. Vorher gucken wir gar nicht theoretisch da rangehen. Gehen wir mal praktisch an die Sache. Gucken wir mal, was wir für Champions kommen. Erstmal Pick oder Bann. Und da hat Schalke gestern einfach schon gezeigt. Also die Jungs sind heiß. Ja, gegen die Misfits. Findest du? Also Igna gestern auf Alistar. Na, war schon gut. War schon gut. Das war schon sehr insane, muss man sagen. Also da hat Alistar wirklich mal gezeigt, dass ein Supporter komplett mitcarryen kann und nicht einfach nur pure Deko ist. Also warte mal, ja? Bevor wir jetzt anfangen zu sagen, dass Supporter pure Deko sind. Jetzt die ganzen Support-Mains im Chat auch komplett Support, am Ausrasten. Ich bin auch Support-Main und sogar Sona und das ist peinlich genug. Ja gut, wenn du Sona spielst, weiß ich, warum du diese Aussage tätigst. Spiel mal lieber Bart. Auf jeden Fall, Akali First Pick ist ein sehr starker Pick, ist ein guter Assassin, kann sehr gut snowballen und gerade bei Spielern, die halt sehr stark sind, was die Reflexe angeht, ne, die ein großes Skillcap haben. Die performen mit dem Champion halt überragend. Da ist noch die Frage, ob Abedage an so Spieler wie Humanoid oder Leader zu seinen besten Zeiten oder Caps rankommen kann. Aber gegen Jizuke, mal sehen, was der hier rauszaubert aus seinem Champion-Pool. Für mich ist Jizuke immer noch der Zoe-Spieler. Aber das wird man hier nicht picken. Sowas wie Sylas und Echo kam in letzter Zeit häufiger. Ja, wir werden Sylas sehr wahrscheinlich bei ihm sehen. Ist angepasst. Oder also. Sylas. Ja, wie du willst. Danke. Ja. Jo, mein Moment. Ja. Dankeschön. Das wollte ich dir nicht kaputt machen. Ja, nee, mach dir auch los, Gizzy, dein Moment. Ist wieder eine sehr professionelle Zirke. Es war mir eine Ehre. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit Lee Sin ansprechen, dass Mogli ihn endlich mal spielt. Ja, Hättest du das mal gemacht, glaube ich. Hätte ich jetzt auch gesagt. Jetzt kann man das immer sagen, da wurde schon nichts gepickt. So, auf der anderen Seite Trick, der auch letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel hatte auf der Sejuani, hat er komplett reingecarried. Das zweite Spiel der Woche war aber nicht ganz so glänzend. Trotzdem gestern auch keine schlechte Performance gegen G2 abgeliefert. Gesamt hat Schalke sich auf jeden Fall gebessert in den letzten Wochen. G2 gestern mit dem K6 auf der Top-Lane nicht ganz so erfolgreich gewesen. Hier hat man jetzt also ein bisschen Mut und Hoffnung geschöpft, tatsächlich auch gegen Teams wie Vitality einfach mal zu bestehen. Und wie gesagt, der vierte Platz ist mir ja sowieso sicher. Der war sehr gut, Bart.
Kalle hat so ein bisschen angekündigt. Vielleicht sehen wir jetzt einen Alistair. Wobei man das bei Schalke... Du hast Mut gesagt. Genau, und dann habe ich so... Alistair. Maxim, du bist doch allergisch gegen Kuchen. Genau, man sollte den Supporter hier noch nicht picken bei Schalke. Einfach, weil du eine Menge gute Kombinationsmöglichkeiten hast. Mit Kaiser, Alistair wäre eine Option. Du hättest Nautilus, der sehr stark ist. Kannst sogar ein Thresh spielen. Also es gibt einige Möglichkeiten, wie man mit ihr da zusammensetzen kann. Kiana und Akali sind schon mal zwei sehr starke Solo-Laner. Gleichzeitig kann Kiana aber auch in den Jungle gehen. Je nachdem, wie du das Ganze hier beantworten möchtest. Und gegen Lee Sin ist der Pick sogar gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite ist Vitality smart. Sie nehmen hier Alistair raus, könnten jetzt Nautilus bannen. Und damit hättest du nicht nur zwei starke Supporter rausgenommen aus dieser Kaiser-Kombo, sondern du hättest auch schon eine ganz gute Antwort gegen die meisten anderen Tank-Möglichkeiten, die man da picken kann. Und das Wichtigste ist eben auch noch, dass du selbst einfach diese Botlane denyst. Wir haben es gesehen mit dem Alistair. Die Botlane gehört dir bis zur 20. 30 Minute. Du kannst nicht dagegen halten. Es wird einfach nichts und das hast du selbst auf deiner Seite. Hast noch völlig freie Wahl, was die, also fast völlig freie Wahl, was die ADCs betrifft. Während du einen aktiven Jungler hast, der für die Insects geht, mit dem Alistair zusammen fliegst du nur noch durch die Gegend. Und auch gleichzeitig, dass Sylas nicht immer das Problem hat, von Alistair auch zwingend die Ulti zu klauen. Gerade die Kiana-Ult ist ja jetzt auch in dem Sinne einfach Gold wert. Ja. Am besten eines Wortes. Wer weiß, was noch kommt. Das könnte ja noch was interessant sein. Wer weiß schon, was überhaupt kommen kann. Ja, wer weiß das schon. Ne? Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass jetzt noch ein paar Leute gebannt werden. Aatrox ist schon raus, Lucian wird rausgenommen. Ansonsten haben wir noch zwei weitere Optionen. Vitality darf jetzt noch mal ran. Und sie könnten auch noch einen supportfähigen Champion rausnehmen. Das machen sie auch mit Nautilus. Ja, war halt klar. So, oder was heißt war klar? War gut, dass man ihn band, einfach weil er mit Kaiser noch gut zusammengepasst hätte. Man könnte auch Rakan und Kaiser spielen. Rakan ist hier noch offen, aber da ist dann halt wieder der Alistair-Pick von Vitality smart. Also die Botlane haben sie allein über die Picks und die Bands versucht gut einzuschränken. Man muss dann am Ende natürlich auch performen, aber Jektor ist ein sehr zuverlässiger Spieler. Ist jetzt niemand, der krasse Carry-Plays raushaut, aber vielleicht, ne, vielleicht wächst er noch heran in diesem Spiel und zeigt, was er drauf hat. Draven wurde hier direkt am Anfang gebannt, was immer schade ist. Attila ist halt ein sehr guter Draven-Spieler und den haben wir auch häufig auf Draven gesehen. Das ist auch der Grund, warum man die bannt, logischerweise. Aber für Vitality, nachdem dieser Draven-Bann immer wieder kam, gab es so kleine Findungsschwierigkeiten auf der Botlane, was sie spielen sollen. Alistair, Ezreal, nicht schlecht. Also auf jeden Fall eine gute Kombo. Du kannst hier poken, du kannst sogar einen recht guten Engage finden. Das aber ich glaube nicht, dass sie damit ins Snowballen kommen werden. Na, aber die Stärke ist halt, also nicht ins Snowballen, da du bist auch gar nicht zwingend angewiesen drauf, durch den S-Wheel, der definitiv Level 10, 11 mit den zwei Items bei ganz normalem Farmverhalten sogar dabei ist und dann spiked. Während Kaiser, wir wissen es, die brauchen noch locker mindestens 10 Minuten drauf und dann kannst du durchziehen und dann musst du auch durchziehen, was mit Lee Sin schon mal eine super Rotation ergibt. Also du kannst dann wirklich für die Insects gehen und das klappt auch für die Jagd, bestenfalls auch mit der Iceborne Gauntlet Variante für S-Wheel, dass du eben zusiehst, dass du die ganzen Gegner jagen kannst und mit Zeile. Muss bedenken, was für Ult hat er? Gerade die Rakan-Ult ist auch super. Du hast einfach den super tanky Alistair, das reicht. Und mit Sylas suchst du einfach die Utility. Und die Utility, das Einebners, ist, glaube ich, sogar die allerstärkste Variante, die du gerade noch geben kannst. Den Rakan-Pick finde ich hier nicht so gut. Du kannst Ezreal schlecht engagen. Alistair zu engagen lohnt sich auch nicht wirklich. Auf Level 1 kannst du es probieren. Da haben wir schon ein paar Lanes aber gestern gesehen, die nach hinten losgegangen sind mit den Engages. Deiner Seite jetzt nochmal. Na, für die Top-Lane ist okay gegen Rumble, Yordle gegen Yordle. Ich glaube, Vitality hat an sich eine Menge Comfort-Champions. Champions, mit denen sie sich wohlfühlen. Das wird in dem Match auch auf jeden Fall wichtig sein. Es wird trotzdem nicht leicht werden. Kiana und Akali sind extrem strong. Wenn Schalke hier nach vorne kommt im Early- und im Mid-Game und sie haben Möglichkeiten dazu, dann wird Vitality das wahrscheinlich verlieren. Auf der anderen Seite, ja, ne, kriegen sie. Ich habe noch ein paar Infos für euch reinbekommen. Dieses Spiel ist essentiell für alle Tiebreaker, die heute stattfinden könnten. Sollte Vitality das Spiel gewinnen, wird es keine Tiebreaker am heutigen Tage geben, denn wir dürfen Rogue beglückwünschen. Sie haben es in die Playoffs geschafft. Stimmt. Sie sind safe drin. Das bedeutet, es würde maximal einen Tiebreaker zwischen Vitality und SK Gaming geben, sollte Schalke hier gewinnen. Wenn Vitality gewinnt, sind Vitality und Rogue in den Playoffs und dann ist hier Feierabend. Also noch nicht ganz, weil wir zeigen noch Spiele, aber das soweit zu den Playoffs. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dieser Partie. Sie ist also sehr entscheidend, ob wir heute noch ein zusätzliches Spiel sehen werden oder nicht. Ansonsten jetzt Eis und Sola, bitte. Wie stehe ich eigentlich da? Genau, wir sind auch noch da. Vitality gegen Schalke. Die Stakes sind auf jeden Fall sehr hoch, gerade für die, die nicht spielen. Ne? SK muss erneut quasi bangen und die Vitality-Flagge hissen. Vor allem die Story ist ja eigentlich witzig, weil Schalke als zweite deutsche Organisation hat jetzt in der Hand, ob die andere deutsche Organisation mit in die Playoffs darf. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss aber sagen, mir gefällt die Draft von Schalke schon ein bisschen besser. Ja. Vitality hat halt viel Play-Potenzial, ne? Also
Ich muss sagen, allgemein, die Midlane ist für mich äußerst wichtig. Midlane, Akali gegen Sylas ist ein übelstes Skill-Matchup. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wie kann Sylas mit der Akali Ultimate selber umgehen und wie kann man auch mit der Shroud von Akali umgehen, ne? Also wie kannst du dagegen agieren, um auch deinen AOE-Schaden halt im Nebel durchzubekommen. Ist ein Matchup, was sehr Snowball-lastig ist, vor allem was ja immer so ein bisschen den Nachteil, wenn du ein Midi bist, kommst du halt sehr schwer an Farm ran, wenn du erstmal behind bist in so einem Matchup. Ja. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Genau, wir springen rein, ne? Wie immer. Aber ihr könnt auch gerne Ausrufezeichen Rewards, Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben für den löppenden Lachs, den Kalle so schön anspricht. Gerne, wenn ihr da ein bisschen was gewinnen wollt, dann gerne vorbeischauen. Ansonsten schauen wir mal, wer hier von den beiden Teams das Spiel ein bisschen mehr gewinnen möchte. Keiner. Ich denke mal, Soda, wer wird schon am Spiele Ende gewinnen? Des Tages geht es hier für Vitality tatsächlich nicht um alles, aber um viel. Also sie haben es in der eigenen Hand. Im Vergleich zu den meisten anderen Teams. Du willst bestimmt nicht in diese Lage kommen, dass du halt ein finales Spiel um den Einzug in die Playoffs spielst. Ja, also wir haben jetzt quasi zwei Matchbälle sozusagen. Ja. Trotz allem muss man sagen, Vitality für mich in diesem Split nicht unbedingt überzeugen. Gerade Jizuka. Man kann eigentlich nicht nur Jizuka dort erwähnen. Eigentlich muss man Vitality im Ganzen erwähnen. Ja. Sie haben immer wieder diese Probleme, einfach ein bisschen zu overaggressive zu spielen. Die Meta ist nicht mehr ganz ihre. Sie hatten diesen overaggressive Playstyle halt schon lange, bevor er halt Meta geworden ist und konnten dadurch halt immer Punkte sammeln. Ich muss aber sagen, in der Hinsicht sind sich beide Teams ähnlich, dass sie sowohl Games haben, wo sie richtig, richtig gut spielen, ihren Gameplan wunderbar durchziehen können, aber auch Games haben, wo einfach alles für sie schief läuft. Also bei Schalke war es auch schon häufig so, dass man Games hat, wo man sich dachte, Alter, die könnten auch ein Top-3-Team sein. Ja. Und dann aber auch wieder Games, wo man sich denkt, was macht ihr eigentlich die ganze Woche? Ich finde also, aber, es ist manchmal schwierig, diese Consistency zu haben, ist wirklich das, was den Teams immer noch am schwersten fällt. Bei Schalke finde ich immer noch diesen kleinen Unterschied, dass Upset-Gefühl immer so eine Late-Game-Konstante ist, also er bringt wirklich immer seine Leistung. Ja. Er hatte auch so seine 3-4 Games in diesem Split, wo ich gesagt habe, naja, war jetzt nicht sein bester Tag, muss man sagen, da schien er nicht so ganz auf der Höhe zu sein. Aber er hat jetzt im Schluss des Splits wieder sehr zu seiner alten Form zurückgefunden und ist halt gut in der Lage, halt auch für die Late-Game-Plays noch zu gehen. Er kennt seine Grenzen ganz genau und da ist Kaiser ein Champion, wir haben gestern uns schon so ein bisschen drüber unterhalten, der halt auch sehr feinfühlig gespielt werden muss, weil du die Lücken in den Teamfights sehen musst, in denen du wirklich hart committen kannst. Das ist nicht einfach. Das hat Reckless gestern auch sehr gut präsentiert. Hat da Fnatic wirklich mit sehr aggressiven Plays zum Sieg geführt. Wie das hier aussehen wird, werden wir auf jeden Fall bald erfahren. Wir sehen, Trick jungelt hier fleißig nach oben, ignoriert er die Golems, will für den Early Level 3 gehen. Macht sogar nicht die ganzen Wölfe. Oh, interesting. Mowgli ebenfalls Botside into Topside, macht dann Full Clear. Generell Mowgli auf die Sinn wird auch sehr interessant zu sehen sein, weil ich habe auch das Gefühl, dass immer viel vom Erfolg von Vitality mit dem Early Game von Mowgli zusammenhängt. Gestern zum Beispiel hat er einen super Start gegen Misfits hingelegt, lief dann natürlich am Ende des Tages trotzdem nicht optimal für sie, aber wenn Mowgli early gut ins Game kommt, wenn er dieses Jungle Matchup early gewinnen kann, dann habe ich immer das Gefühl, ist der Grundstein für Vitalitys Erfolg gelegt. Was ist denn der Unterschied? Er hat die Wölfe stehen lassen. Oh, schön. Oh. Kabuchar nutzt er einfach als Sprungbrett. Mowgli ist auch da. Könnte hier für den Q gehen. Trifft ihn auch. Geht da rein. Hat den Double Buff. Ist hier bereits Level 3 geworden. Trick kriegt nochmal ordentlich Damage. Aber keine Flashes, die hier geforst werden. Ja, ist mobil genug. Oder bleibt ein bisschen zu aggressiv nach vorne. Hat er keine Angst vor, Mowgli nochmal gepunished zu werden. Ist auch fein für ihn. Die Situation wurde erstmal erfolgreich gelöst. In der Mitte ist es, glaube ich, eine Landing Phase, wo Sylas, wie gesagt, es ist Snowball-lastig, aber Sylas wird im Early immer die Prio haben, weil Abu Dhabi vor Level 6 halt Schwierigkeiten hat, in sicherer Distanz zu stehen und der Q wirklich sehr, sehr viel Energie kostet. Du kannst halt maximal zwei Qs zum Anfang hintereinander rausballern und vor allen Dingen musst du halt auch mal warten. Die Shroud ist ja so ein bisschen deine Regenerationsform deiner Energie. Allerdings kannst du die Shroud nicht einfach auf Cooldown rausballern, weil sie für dich auch gleichzeitig dein Escape-Spell ist. Ja. Generell Abu Dhabi jetzt auch in den letzten Wochen wieder ein bisschen abgebaut, wie ich finde. Also bei ihm. Gestern auch schon, ne? Also gestern hat er wirklich überhaupt nicht gut ausgesehen. Oh, aggressiver E, da kommt Trick. Flash ist da. Jizuka wird das hier aber nur schwer überleben können. Schöner Snare von Trick. Flash ist noch ready, wird hier eingesetzt. Das sollte easy reichen. First Blood an der Stelle. Nicht für Schalke, denn in der Botlane hat man sich 2v2 absitznacken können. Wie das passiert ist, das werden wir hoffentlich gleich nochmal sehen. Also von einer Ezreal Alistar Lane auf Level 3 getötet zu werden, das da muss einiges schief laufen. Wollte gerade sagen. Was ist da nicht unbedingt passiert? Die aggressivste, dominanteste Lane, die man da gegen sich hat. Ich meine, der Alistar Engage ist sehr simpel. Rakan hat nicht wirklich eine gute Antwort, weil Ezreal einfach den W dodgen kann. Aber jetzt hier erstmal wird der W auf Jack. Also, da kommt der Punish. Ja, aber Punish, also. Da hat der Flash jetzt einfach gefehlt. Aber trotzdem darf es ihm das nicht passieren. Vor allem, weil man muss das Trick nach unten hin unterwegs ja, ist. Das ist schwierig. Und beide standen in der Knock-Up-Range. Ich würde trotzdem so gerne sehen, wie dieses First Blood da unten zustande gekommen ist. Ja, werden Sie es auf jeden Fall gleich sehen. Ja, da werden wir auf den neuesten Stand gebracht. So, gucken wir mal. Markierung wurde getroffen. Ja, war sogar alleine da. Ist alleine. Der Sola-Klassiker. Bitte. Oh, nee. Oh, der Sola-Klassiker im Doppelpack. Aber es war auch schön gemacht von Mowgli an der Stelle. Ich glaube, das Flash hätte ihn auch nicht gesaved an der Stelle. Nichtsdestotrotz.
Goldtechnisch, dadurch, dass jetzt Ignar den Kill bekommen hat, nimmt sich das nicht so viel, weil das Fastbreak ging ja auch an Jack Troll. Aber Attila muss deutlich später Base, was bedeutet, er hat ein viel besseres Backport-Timing, hat jetzt den Sheen und nochmal einen Mana-Kristall am Start, also auf der Lane einfach 600 Gold mehr. Ich habe mich gerade einfach bloß spezifisch im King of Spandau an. Nee, sowas passiert mir nie. An so eine Szene erinnern, da Kutsch hat, glaube ich, Thrash gespielt. Und in einem Game ist er dreimal zum Warden wegrotiert und dreimal, als er wegrotiert ist, ist er einfach solo gestorben. Tut mir leid. Das ist nie passiert, Leute. Natürlich nicht. Sowas würde ich nie machen. Na gut, schauen wir mal, wie sich das in diesem Matchup auswirkt. Flashlose Kaiser ist doch sehr anfällig. Mogli inzwischen noch Level 5. Ignar jetzt hier aggressiv im Jungle unterwegs, unter Jack schon ein bisschen raus. Schöner Deep Ward, um da potenziell halt einen Lane-Gank von Mogli zu denyen. Oder generell einfach einen Gank, weil, wie gesagt, Upset jetzt hier doch sehr angreifbar, bis er wieder Flash-Ready hat. Es ist immer die einzige Möglichkeit, die du wirklich hast, gegen den Alistar Engage klarzukommen. Du musst halt den Engage flashen, sonst bist du da meistens. Und ab Level 6 ist auch relativ schwierig. Ab Level 6 hast du auch mit Kalista über einen guten Ultimate-Einsatz immer relativ viel Disengage zur Verfügung. Da wird es schwierig, noch an den Mann zu kommen. Ignar ist halt auch einfach diese Disengage-Maschinerie. Zu unterschätzen ist er auf jeden Fall nicht. Mogli ist ein bisschen aggressiver wieder unterwegs. Die Krabbe soll hier contestet werden. Hat ja aber den Level-Vorteil. Er kommt für den Counter. Der Krabbe ist groß. Und Level 6 sogar schon. Schön Ultimate. Ja, das, ja, das sollte aber reichen. Oh, er hat zu früh geflasht. Aber es reicht trotzdem. Nee. Mogli hat noch keine Ultimate zur Stelle. Kabuchats Stun hat eigentlich gesessen, aber der Schaden war da doch nicht. Das war aber, glaube ich, kein Stun, oder? Müsste, oder? Ich meine, er ist neben die Wand geflogen. Das ist dann natürlich bitter. Der Schaden hätte vielleicht den Unterschied machen können. Ich glaube, wenn er gestunt hätte, dann wäre es genug gewesen. Nichtsdestotrotz, wieder ein Gankversuch von Trick. Erneut ist Mogli zur Stelle, kann diesmal den Flash von Rumble forcen. Und als Rumble keinen Flash zu haben, gegen Gnar und Lee, das kann wirklich böse enden. Hier im Midlane-Matchup kann sich Jisuke trotz dieses Early-Todes weiterhin dominant zeigen. Botlane jetzt hier der Hard-Engage von Jack Troll, der Stun sitzt. Ist der Damage hoch genug, ist die Frage. Nee. Ignite hinterher und vor Level 6 hat Ezreal halt immer nur sehr begrenzten Follow-up auf so einen Hard-Engage, gerade wenn noch Minions da sind. Ja, das hat man gerade perfekt gesehen. Er dasht quasi nach vorne, sogar mit dem Arcane Shift, repositioniert sich, versucht den Q und Ziel zu bringen, ja, aber die Wave steht noch dazwischen. Ab Level 6 sieht das komplett anders aus, ne? Seitdem die Ultimate... Oh, schöner Stun hier von Jisuke. Aber seitdem die Ultimate von Ezreal gechanged wird, dass die Minions den Damage gegen Champions nicht mehr reduzieren, finde ich, hat Ezreal mit das beste All-In-Potenzial auf Level 6, weil W-Ultimates einfach safe 500 Damage, ja, die du nicht denyen kannst, wenn da der CC vorher trifft. Aber man sieht halt trotzdem, wie vorsichtig die Botlane von Schalke hier spielen muss. Farmtechnisch aber trotzdem weiterhin even. Pressure fehlt aber ein kleines bisschen. Dementsprechend kann man jetzt hier easy den Drake starten. Drake allerdings zur Stelle. Also vielleicht kann man den hier sogar noch contesten. Ignar allerdings noch Level 5. Sieht nicht danach aus, den sollte man securen können. Den haben sie auf jeden Fall safe. Und Akali kann auch nicht roam, ne? Also das ist eine Überzahlsituation jetzt hier. Plus Silas hat halt auch Prior. Genau, wenn du auf Toplane, wenn du auf Midlane und Botlane Prior hast, ist es wirklich schwierig, da noch was zu unternehmen, zumal der Jungler auch gar nicht in Reichweite ist. Ja. Und so wenn Trick da reingeht, wird er sofort aufs Korn genommen. Gegen Alistar muss man sich da gar nicht viele Gedanken machen. Okay, sondern ein aggressiver Versuch, mit dem Flash hier reinzugehen, dafür hat man aber nichts bekommen. Nochmal den Flash von Jackfall bekommen. War das nicht? War das dein eigener Flash? Ja, ja. Oh Gott. Ganz kurz hatte ich Angst. Oh, du hast den schöne Trick Ultimate. Jisuke hat noch keinen Flash. Dash dann nochmal raus. Trick kommt nicht ran. Das hatte ich praktisch. Du bist zwar geslowed, aber Dashes können nicht geslowed werden. Ja, und währenddessen freest Kabuchat da oben die Wave. Also da geht einiges verloren für Odoam, ne? Boah, das ist hier einfach ein Beautiful Jungler. Der hält dir das Ding so lange und tankt ein mit seinen eigenen Lebenspunkten. Ein Ehrenmann und ein Edelmann. Ja. Ja, bisher sehr ausgeglichen das Ganze. Schalke hier mit einem leichten Goldlead. Botlane, obwohl man hier einen guten Start hingelegt hat auf der Seite von Vitality, 10 CS mehr auf dem Konto von Upset. Der geht hier auf die Stormraiser-Variante, haben wir auch schon häufig drüber geredet. Mana Mune, hast du ein bisschen mehr Optionen, kannst für Sonias gehen etc. Ist hier aber nicht so attraktiv und ein Ezreal spiked ja schon sehr, sehr früh. Und dann ein Scaling-Item-Bild mit Mana Mune zu nehmen, kann dir halt im Midgame wirklich Schwierigkeiten bereiten. Also hier mit Stormraiser, guter Ein-Item-Power-Spike, mit Rakan hast du auch den nötigen Engage, um da einfach mehr Pressure aufbauen zu können. Die Pressure. Ja. Ezreal selber hat jetzt auch so ein bisschen sein Loch überwunden, die Träne wurde nochmal mit dem Sheen verstärkt. Dadurch ist halt bei ihm auch gut All-In-Damage vorhanden, wenn Q trifft. Apropos All-In, Vision ist da, Attila sollte hier safe sein theoretisch. Ja, Trick hat allerdings Flash zur Verfügung. Schön gemacht, kommt hier aber... Oh, doch, da ist Jack Troll zur Stelle, überlebt hier, Attila. Überlebt das Ganze, dass das nicht reicht, ne? Ignite, Ignar! Wo ist dein Ignite? Ich muss aber auch sagen, dass Attila gerade nicht die Markierung von Kaiser gedodged hat, war halt wirklich fast sein Todesurteil. Das Ding kam so langsam auf ihn zugeflogen, er hat es durch den ganzen Turm durchfliegen sehen, das Arcane Shift kam nach der Markierung. Da hat er sich ein bisschen verschätzt. Ich glaube, er hat den E saven wollen, damit er die Qiyana Ultimate dodgen kann. Trick hat ja eingeflasht sogar. Aber wie, also die Qiyana Ultimate juckt ihn doch null, solange er mitten auf der Lane steht.
Aber der Dash ist schon, der Pushback ist schon nicht boah, klein. Boah, Steve, aber der ist aber auch nicht groß. Ja, gut. Wenn du da mitten auf der Lane stehst, passiert dann eigentlich nicht viel. Musst du wissen. Ja, ist wirklich so. Aber die Kaiser kann ja so oder so ulten. Aufgrund von dem Knockback. Nichtsdestotrotz, er hat es überlebt und das war eine ziemlich große Investition hier tatsächlich. Flash von Trick und eben sehr viel Zeit auch. Plus diese Deep Pink Wards, die, oder der Pink Ward, der da gleich geklärt werden kann. Aber Upset wirklich weit vorne im Farm, ne? Das sind 25 CS, die er hier vorne ist. Also das in einem Matchup, was ja eigentlich für Vitality gar nicht schlecht aussah. Muss man in Frage stellen, wo hier die 25 CS bei Attila geblieben sind. Währenddessen wird Midlane weiter hart engaged. Schön die Ultimate von Qiyana gestealt. Aber der Shroud, der kann dann nochmal Schlimmeres verhindern. Trotzdem merkt man, ne, wie hart Jisuke dieses Matchup hier pressured. Aber solange er keinen Kill bekommt, ist Abedage das egal. Also, farmmäßig 3 CS Unterschied macht ja. Man ist nicht wirklich was wert. Es macht sich halt nur zum Beispiel beim Drake bemerkbar, wo Abedage einfach nicht hinrotieren kann, weil er eben so reingepusht wird. Ich denke wird. Aber auch, dass es jetzt sehr schnell swappen wird. Sobald der nächste Backport dort kommt von Abedage, wird er seinen Hextech Gunblade fertig haben. Und mit dem Hextech Gunblade... Weißt du, dass er schon hat? Ich glaube noch nicht. Nein, sobald er jetzt backportet. Also ich denke, er wird jetzt so lange auf der Lane bleiben, bis er es fertig hat. Hat er noch ein bisschen Sustain, er hat noch genug Leben, er ist sich auf Mana angewiesen. Ich dachte, du meinst, wenn er jetzt weggeht, hat er es schon. Ich glaube, er hat es jetzt fertig. Nee. Doch. Aber wir warten mal ab. Zack, ab in die Base und... Ja, erstmal Botlane hier, Jack für unterm Tower ein bisschen angegangen. Ultimate hinterher, Teleport kommt raus. Das ist das Teleport von 3 Leuten hier. Oh mein Gott, Vitality wird überrollt an der Stelle. Double Kill für Akali. Er hatte gerade noch keinen Gunblade, aber jetzt hat er es auf jeden Fall fertig. Und was bekommt Vitality dafür, ist die Frage. Top Lane nicht ausgepusht, da muss Kabocha halt erstmal nochmal reinpressern. Jisuke kriegt ein Plating in der Mitte, immerhin. Ja, aber das war... Das hätte er auf Zeit sowieso bekommen. Ja. Also für Abedage ist es so ein bisschen das Traum-Szenario. Er portet nach unten, kann direkt... Er hatte nicht mehr lange fighten müssen. Das war ja wirklich einfach eine 2-Sekunden-Fight und er kann direkt wieder in die Midlane zurücklaufen. Also das war wirklich absolut stark gespielt von Schalke an der Stelle. Toplane geht nochmal auch ein Plating verloren. Man kriegt natürlich den Herald, also Crossmap-Play hat man erfolgreich durchgezogen. Jetzt muss Kabocha aufpassen, dass er hier nicht abgeholt wird. Trick wird nicht gespottet. Oh, Mugli, sieht er ihn? Oh, er hat ihn gefunden. Und Klinchisuke ist jetzt auch relativ low. Jack Troll zur Stelle, kein Shroud mehr zur Verfügung, Kaiser aber auch da. Schöner Engage hier mit dem Flash von Jack Troll. Der Damage reicht, der Damage ist die Frage. Upset kommt, der Triumph-Proc. Upset jetzt hier ganz alleine. Herald, an wen ging der Herald? An Trick ging der Herald, also hier wirklich drunter und drüber geht's hier gerade überall. Kaiser überlebt das Ganze auch noch. Midlane lief's nicht so gut für Schalke, dafür hat man den Herald bekommen, also insgesamt sogar okay. Aber schön gemacht von Jack Troll, wenn er da nicht flasht, wenn er da wartet, dann ist er Midlaner tot. Vor allem auch so bitter, dass Mogli die ganze Zeit die Vorarbeit für diesen Herald leistet und im Endeffekt jetzt nichts bekommen hat. Aber ich glaube, der wurde gestealt einfach, ne, glaube ich. Ja, ja, gehe ich stark von aus. Botlane kriegt jetzt aber Attila wirklich eine richtig dicke Anzahl an Plates. Das sind 2 Platings, die er solo bekommt und das sind 2 Minion Waves vor allem, die ins Nichts gehen. Also viel Gold, was Schalke hier gerade in den Sand setzt und damit ist Vitality jetzt auch vorn, obwohl im Prinzip gerade der Herald secured wurde. Da sehen wir das Play nochmal. So, erstmal abwarten. Jetzt gucken wir uns erstmal die Landing Phases an. So, man ist in die Mitte reingeportet. Das heißt, da ist es relativ ausgeglichen. Lee Sin ist die ganze Zeit... Er hat Top Lane Prior. Und trotzdem moved Nah sehr spät. Qiyana hat ihn halt wirklich früh gefunden. Guck mal, jetzt moved Nah langsam rein. Rumble ist da schon in Ultra-Reichweite. Und damit haben wir gesehen, was passiert. Aber auch, dass Attila, dass Jisuke hier rausultet. Zack, und der Triumph Frog. Dass Jisuke hier rausultet, anstatt nochmal für den Execute Damage zu gehen. Super koordiniert, ne? Dass man das Ignite noch ab hat. Wurde da abgesprochen. Ja, gut, wenn er da reingeht, ist er hundertprozentig tot. Ja, genau, das ist das Ding. Da aber ist halt die Frage, ne? Wenn er den Kill nicht bekommt, ist er auch tot. Das ist halt das Ding. Na, wobei, ich glaub, da hat er nicht mal unbedingt mitgerechnet. Ich denke, er hat eher damit gerechnet, dass er da so oder so noch Lowlife rauskommt. Dass er dann halt tot gewesen wäre, wusste er, glaube ich, auch. Zumindest am Ende. Aber am Ende ist man immer schlauer. Und Upset hat jetzt seinen Stormraiser fertig. Bei Attila ist es Iceborne geworden. Der Damage Share von Schalke ist natürlich sehr angenehm. Ne? Du hast wirklich guten Magic Damage Split mit Rumble und mit Akali. Trotzdem hier bisher noch alles völlig offen. Scaling-technisch würde ich das Ganze aber schon auf jeden Fall Schalke zuschreiben. Ja, also, dass Vitality hier Early Game nicht ahead kommt, ist nicht gut. Aber der härteste Spike kommt ja jetzt noch, ne? Wenn Attila gleich sein Mana-Mune fertig hat, voll fertig gestackt auch noch hat. Jetzt aber erstmal, er hat gerade frisch auf die Lane TP't und wird sofort von 4 Mann gedived. Keine Chance für ihn. Super stark von Schalke. Also wie koordiniert sie hier auf der Map vorgehen, gefällt mir wirklich gut. Das ist super bitter für Trick. Ja. Alle dürfen einmal ran außer Trick. Das zweite 4 Mann-Play und das ist auch First Blood Turret für sie. Verlieren dafür allerdings den... Bist du sicher, das ist kein First Blood Turret? Der kommt da mit Lane. Oh, das wäre bitter. Das wäre wirklich bitter. Aber Dagge kann da alleine auch gar nichts machen. Ich glaube, der ist weg. Oh, das tut weh natürlich. 4 Mann hat man Botlane investiert, verliert trotzdem First Blood Turret Gold. Aber immerhin kriegt Upset hier dann das Solo Gold. Also erneut, ne? Du hast angesprochen. Upset hat in den letzten Wochen sehr, sehr gut performt. Aber auch hier
Ja, mit so einem CS-Lead und mit so viel Viermann-Gang Spotlane lastet auch auf ihm schon wieder. Wenn er jetzt nicht performt, dann ist es halt wirklich ein riesen Upset fürs Team. Ja, buchstäblich. Buchstäblich. Guter Pun. Midlaner Herald wurde eingesetzt, mehr als ein Charge kommt aber nicht durch. Ja, der Stun von Shizuke sitzt nicht ganz. Trick ja auch sehr aggressiv im Jungle unterwegs. Und Kabocha denkt sich, ja, irgendwann werde ich auch meine Assist kriegen. Die Frage ist, wann? Vielleicht gleich Mogi zur Stelle. Ich muss auch sagen, also Late-Game-technisch, klar, Kaiser finde ich ist schon so ein Unterschied gegenüber von Ezreal. Allgemein finde ich, ist jetzt im Scaling-Vergleich Vitality gar nicht so krass weit vorne. Aber was ich finde, ist halt, dass ihre Team-Komposition sehr viel schwieriger zu exekutieren Die von Vitality? Die von Vitality, ja. Ja, Steiger hat einfach nur dumm viel Engage-Damage, ne? Also Qiyana, Akali, Rumble Ult mit einem Rakan. Der Fight kann eine Sekunde dauern und dann ist das schon entschieden. Bei Vitality ist es halt eher so, sie sind darauf angewiesen, einen guten Kick zu haben, sind darauf angewiesen, einen mega nah in einem Fight zu haben, der halt eine perfekte Ult-Position hat. Und auch Ezreal ist halt nicht wirklich einfach zu performen in solchen Situationen. Bedeutet aber gleichzeitig auch, egal wie es im Spiel aussieht, sie haben immer Outplay-Potenzial. Ne? Wenn du behind bist, so eine 3-4 Mann, ein Gnar-Ultimate kann den Unterschied machen. Eine gute Ezreal-Ultimate, ein guter Lee-Kick, Alistar-Flank, das sind alles Faktoren, die unabhängig vom Gold den Unterschied machen können. Während Schalke halt ein Team hat, was rein von der rohen Stärke besser scaled, natürlich auch viel Outplay-Potenzial bietet, ne? Akali, Qiyana, selbst eine Kaiser, die sind auch nicht dafür, die sind auch dafür bekannt, dass man da durchaus mal den Gegner so ein bisschen an die Nase rumführt. Aber es ist klarer definiert, was Schalke machen möchte oder wie sie es machen wollen. Jetzt wäre aber erstmal Toplane, drei Mann unterwegs. Kabocha noch weit entfernt von seinem Mega-Nah. Hat seinen Flash aber zur Verfügung. Ah, der Jump. Oh, nicht schlecht. Aber kommt dein Mega-Nah, ist die Frage. Ja, nein. Nee. Dafür ist der Schaden schon viel zu hoch. Das ist das, was ich angesprochen habe, ne? Akali, Qiyana machen einfach dumm viel Schaden. Und da sieht man auch gerade so ein bisschen den Vorteil von Schalke. Sie sind besser in der Lage, auf die Sidelanes zu rotieren und überall zur Situation zu forcen. Die Vision von Vitality reicht weder Toplane noch Botlane aus, um solche Plays zu verhindern. Und das wird ihnen gerade zum Verhängnis. Also ich finde es halt auch gar nicht so einfach, für Schalke 04 sowas herbeizuführen. Aber die Vision-Vorbereitung, die sie getroffen haben und der Vision-Deny, den sie halt mittlerweile bei Vitality halt wirklich durchgeführt haben, der ist halt essentiell wichtig dafür. Würde man sowas früh erkennen in der Rotation, kann man sich einfach vom Turm zurückziehen und dann kommt halt so eine Situation wie vorhin zustande. Man kriegt halt das Turret First Blood ein bisschen früher, man ist schneller halt dabei, einfach Tempo auf die Lane zu bringen. Ähnlich wie hier, ein Eber da, schöner Flash von Oda, den musste er vermeiden. Jack jetzt kommt Mowgli. Ja, das kann man nicht fighten hier, viel zu low ist Jack Damage schon gedroppt. Der Turret ist auch noch da. Upset hinterher, wenn hier ein CC sitzt, dann fliegt der Upset aber sowas von rein. Trotzdem scheinen hier alle nochmal rauszukommen. Akali in der Base, aber da gewartet. Der hat Teleport ready. Findet hier aber keine Option, um reinzugehen. Vitality das Ganze gut disengaged. Hat Qiyana schon einen Arcade-Skin? Nee, das ist Battle Boss. Ah, ja, Battle Boss ist ja so ein bisschen Arcade-Style. Ich hab mich schon gewundert, dieses Geräusch kennst du, also kennt man ja fast von jedem Skin davon. Kurios. Ja, die Möglichkeit für Vitality ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, man muss auf der einen Seite sagen, ich habe das Gefühl, dass Schalke die Map deutlich besser bespielt. Aber Vitality antwortet gut. Genau, das ist das Ding. Also Schalke kriegt ihre Plays gut durchgeforst. Es reicht aber nicht, um wirklich nach vorne zu kommen. Ja. Genau das, was du angesprochen hast. Vitality schafft es immer, mit guten Crossmap-Plays even zu traden. Haben jetzt einen leichten Gold-Nachteil, was natürlich auch am Farmunterschied liegt, gerade auf der Basic-Position. Wobei aber auch Mitte Jizuki hier gute 25 CS vorne ist. Die mehr Kills machen, da habe ich den Unterschied, gebe ich dir recht. Jetzt aber Mannheim endlich fertig bei Attila. Sollte schleunigst vollgesteckt werden, weil Midgame ist wahrscheinlich der Punkt, wo Vitality das Game snowballen möchte. Harten Getch-Off. Der hat noch kein Ultimate, der hat auch kein Flash. Aber er hat den Aftershock bekommen. Der macht hier natürlich auch viel aus. Schöne Ultimate von Qiyana. Da sitzt jetzt die nochmal, aber Jack Troll einfach ein kleines, dezentes Jack Troll! Schöner Ping-Pong-Ball. Wird hier weggesniped. Da wurde halt einfach mal eingegeben. Jizuke hinterher. Hat er noch einen Ultimate-Stack? Er klaut sie. Können da reingehen. 1 gegen 4. Er hat den Shroud nicht zur Verfügung. Wird sofort angenommen. Der Schaden von Upset ist so hoch. Der Kill geht hier an Trick. Da hat man sich ein bisschen überschätzt. Schön den Q getroffen von Attila. Aber kann man nochmal hinterher chasen, ist die Frage. Man hat den Iceborne-Proc. Vitality, aber in Unterzahl. Das sind 2 knackige Kills für Schalke. Auch Jizuke einfach ein bisschen zu overconfident hier. Ja. Er sieht natürlich, dass da jemand mit 200 Leben rausläuft. Und wenn du so ein Akali-Ultimate hast, bist du in Versuchung, da vielleicht noch ein Play zu starten. Er fängt so ein bisschen an, hat dann sehr, sehr schnell erkannt, ah, damit komme ich vielleicht nicht durch, aber leider zu spät. Ja. Also allein diese Bewegung nach vorne, um das anzufaken, dass es für den Execute geht, hat ihm dort sein Leben gekostet. So greedy, wollt ihr den Red Buff nochmal stehlen, kommt aber easy davon. Oh, ist ein bisschen mobiler. Also das Game ist auf eine weirde Weise close, aber ich habe das Gefühl, dass Schalke sich trotzdem hier deutlich wohler fühlt. Hier nochmal die Wiederholung. Jack Troll keine Ultimate zur Verfügung, lässt sich engagen, aber wunderbar hat seinen Knockup noch durchbekommen. Ja. Und der Aftershock rettet ihm hier wirklich das Leben. Ich meine, am Ende hat einen perfekten Flank mit dazu. Dass er hier nochmal für den Dash geht, Jack Troll, ist auch schon sehr mutig. Aber ich glaube, er hat auch keine Wahl. Er will halt für den Play gehen. Ja.
Tyram Lilith halt wirklich gut gesessen. Man muss sich auch mal vorstellen, er wurde gerade von links, von rechts, von vorne und von oben gleichzeitig gepressured. Da kam halt die Pressure aus allen Richtungen. Ich glaube, wenn Jisuke hier wartet, bis Kabuchat in einer guten Position ist, dann kann man da vielleicht sogar für ein Play gehen. So, wenn er da jetzt noch eine Ultimate hat. Ich glaube, wenn du da für ein Play gehen willst, dann gehst du halt immer ein hohes Risiko an. Ja, aber er muss auf jeden Fall warten, bis sein Toplaner da ist. Ja, das in jedem Fall. Ansonsten ist es halt bloß eine hoffnungslose Unterzahlsituation. Das ist das Ding, Schalke kriegt ein gutes Play nach dem nächsten hin, sind aber insgesamt nicht mal 1000 Gold vorn. Ja, vor allen Dingen sind ja auch turmtechnisch beide Teams noch immer gleich auf. Und da muss man auch sagen, im Endeffekt geht es bei League of Legends nicht um die Kills. Nee. Am Ende werden die Objekte entscheiden und die sind hier ultra, ultra relevant. Beide bisher ein Drachen, der nächste Drache ist auch ein Ocean Drake, also scaled jetzt nicht mehr so hart rein, ist jetzt nicht mehr so wichtig für die Teams innerhalb der Landing Phase, dann immer noch ein bisschen mehr zu verwerten, zu gebrauchen. Beispiel so ein Esfira wäre natürlich gar nicht schlecht. In einer Siege-Situation kann das schon helfen, aber ist jetzt nicht der insane Drache. Da bist du mit hohen Schadenswerten zum Beispiel besser aufgehoben. Ich glaube auch, dass im späteren Spielverlauf Jacktroll eine entscheidende Rolle für Vitality spielen will, weil du hast hier sehr viele High-Mobility, High-Damage-Champions im Gegnerteam, die du unbedingt lockdownen musst. Und Alistar ist der Einzige, der hier wirklich effektiven Point-and-Click-CC mehr oder weniger bietet. Sondern wenn er es nicht schafft, eine Akali, die reindasht, instant zu CC'en oder eine Qiyana aus der Backline rauszuhalten, dann sehe ich hier wirklich schwarz für oder Vitality. Oder Upset in seinem Dash einfach zu stoppen. Zum Beispiel. So, also auf ihm lastet tatsächlich sehr viel Druck mit dem Alistar. Fairerweise ist das aber auch eigentlich, das ist ja dein Gameplan als Alistar im späteren Fight. Du willst halt deinen CC, der jetzt mechanisch nicht schwer zu treffen ist, willst du auf die wichtigen Ziele raufkriegen. Abgesehen davon ist Jacktroll auch aktuell mit 100% der Kills, die er bekommen hat, der Hardcarry in seinem Team. Ja gut, stimmt. Trotzdem negative KD. Nicht unbedingt die beste Verteilung. Ich finde auch interessant, dass Kabuchat sich hier Second Item für ein Wit's End entscheidet. Das stärkt natürlich seinen Split-Push nochmal. Mit Black Cleaver wird er da den Rumble ordentlich pressern können, aber macht ihn in Teamfights wirklich sehr anfällig. Also da ist er nicht wirklich tanky. Geht, gibt Schlimmeres. Wenn er für Blade gegangen wäre, wäre es halt noch viel, viel... Ja, Blade wäre End. Viel, viel schlimmer geworden und gegen Rumble. So ich glaube, er braucht so oder so ein MR-Item, um später gegen Rumble zu gehen. Ich denke, Wit's End ist sowohl im Teamfight. Also ich finde, das ist halt so ein netter Kompromiss, den man hier getroffen hat. Attila, bist da ganz alleine. Ist ein Ezreal, fairerweise. Oh, Gage ist da. Zack, Follow-up genauso. Das ist natürlich auch ziemlich gemein. Oh mein Gott, er überlebt das Ganze. Aber wieder die Rumble-Ultimate. So gut gesetzt. Der Kill geht hier an Upset. Jacktroll okay, jetzt in der Backline. Hat seine Ultimate. Kabuchat wird weggezoned. Ist jetzt wieder mini-nah. Und der Schaden von Attila, der ist nicht hoch genug, um in diesen Fights den Unterschied zu machen. Wenn da eine Mega-Nah-Ultimate kommt, die zweit noch das ist komplett insane. Aber Kabuchat hält nichts gesiert. Durch. Der W aber nicht getroffen. Da oben wird Attila währenddessen weggesniped. Das könnte das Ace für Schalke werden. So bleibt es ein 4-2-Trade. Aber so close, wenn da der Gnar seine Ultimate durchkriegt, dann sieht das ganz anders aus. Ich muss auch sagen, die Kombo ist ziemlich gemein, habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Du hast ja quasi bei Akali auf der ersten Instanz diesen kleinen Cancel. So diesen kleinen, ich glaube Knock-Up soll das sogar sein. Ja, ist ein Stun, glaube ich. Ist das ein Stun sogar? Auf jeden Fall diesen Milli-CC und darauf kannst du als Kaiser follow-uppen. Ja. Wir können uns das jetzt nochmal in der Wiederholung anschauen. Akali geht hier sehr aggressiv vor, zack, tritt die Ultimate und sofort kommt der Follow-up von Upset, bevor er sein eigenes Mark überhaupt erst mal das Ziel getroffen aber hat. Aber hier funktioniert das Ganze ja gar nicht mal so gut, ne? Also Tiana stirbt. So, aber dann eigentlich Kabuchat in einer guten Position, aber Ignar macht das so gut, ne? Ja. Geht nicht für den Backline-Dive, nicht für den Ezreal, sondern hält Kabuchat davon ab, mit seinem Mega-Nah reinzukommen. Das ist die perfekte Position für einen Mega-Nah, mit Flash sogar, den Fight zu turnen. Aber Ignar, MVP dieses Fights hier, zone Kabuchat raus, safe damit den Teamfight. Zeigt aber auch wieder, wie knapp das Ganze ist. Obwohl Schalke weiter und weiter nach vorne kommt, sind diese Fights alles andere als eindeutig. Ja, und goldtechnisch ist jetzt auch noch kein Riesenabstand gegeben. Da müssen sie sich noch ein bisschen zusammenreißen. Und wir haben im letzten Game auch gesehen, jeder Fehler kann das Game halt ganz schnell zum Kippen bringen. Da darf man sich nichts erlauben. Zumal das Game bisher auch so ausgeglichen in Richtung 30 Minuten geht. Man muss hier aber auch nochmal Rumble loben. Also seine Rumble-Ultimates sind bisher sind sexy. Absolut tödlich. Also auch da gerade, wenn du diese kleinen Choke-Points hast, wo der Gegner einfach nicht ausweichen kann. Oh, nächster Engage. 4 gegen 2. Mowgli sofort down. Jacktroll hat zwar Ultimate, aber unsterblich ist er auch nicht. Schöner Schaden von Attila, aber das reicht nicht. Und der Nash ist da. Das könnte hier easy Nash sein. Also Vitality das ist gerade mit Nash. Groben Missteps. Abu Dhaka hat noch Ultimate. Wenn da jetzt einer zu nah ransteppt, wird er ihn sofort all-in und zerreißen. Und da ist auch ein Attila als Ezreal definitiv nicht gefeilt gegen. Überhaupt nicht. Face-Check das Ganze jetzt hier sogar. Was machst du denn, mein Sohn? Upset sofort hinterher. Kabuchat überhaupt nicht tanky. Double-Kill. Vielleicht sogar das Ace. Jisuke geht aggressiv rein. Klaut die Akali-Ultimate, kommt aber nicht mehr raus. Triple-Kill für Abu Dhaka. 7-1 steht der Ace für Schalke. Das sollte eigentlich die Vorentscheidung hier gewesen sein. Da bin ich voll bei dir. Also das mit dem Nasher und den Kills in Kombination ist
definitiv einen Abstand, der nicht so einfach wieder einzuholen ist. Ist natürlich die Frage so ein bisschen, was kriegt man aus dem Nasher jetzt heraus? Wie kann man den umsetzen? Kriegt man noch alle T2-Türme? Und ich denke, da ist halt eine ganze Menge möglich. Aber Dagger so ein bisschen, der hält der Stunde. Aber ich muss auch sagen, es war halt komplett absehbar. Es war komplett absehbar, dass nach diesen zwei Kills und vor allen Dingen der Jungler, der gecatcht wurde, dort Abedaga halt jederzeit für ein Play gehen kann, weil er seine Ultimate eben nicht investiert hat. Die Wiederholung würde uns das Ganze jetzt hier sicherlich auch nochmal schön zeigen. Jack Troll, Mogli, einfach ein bisschen zu deep, wurden sofort engaged. Ignar ist auch hier on point. Er findet halt jedes Mal seine Engage-Möglichkeiten, geht die direkt rein, Jack Troll und Mogli direkt ausgenockt. Attila wartet zwar noch so ein bisschen und guckt, ob er eine Chance hat, er muss halt aber zu jedem Zeitpunkt Abedaga einfach respektieren. Hier rechnet er nicht damit, dass er immer noch da ist, versucht zu zonen, aber er sieht ihn fairerweise auch nicht. Blue Trinket zeigt ihm, dass er nicht im Pit drin ist und dann kommt einfach hier dieser Play von Abedaga mit der Ultimate rein. Schön nochmal mit dem E-Re markiert, wieder reingeht. Und dann ist das so ein bisschen die Verzweiflung von Jisuke, dass er noch versucht, dafür ein Play zu gehen. Und letzten Endes im 1 gegen 2 dann wirklich ganz hart, muss man schon sagen, scheitert. Jisuke hat sich hier nochmal die Rakan-Ultimate jetzt gemobst. Das stellt jetzt natürlich Vitality vor eine noch größere Herausforderung. Nicht nur, dass es 17 zu 4 steht, der Nash-Buff mit den verstärkten Vasallen führt jetzt dazu, dass man halt unweigerlich reinpushen wird. Hier ist halt die zweite um, der hier angegangen wird. Dementsprechend wieder mehr Gold, das hier in die Tasche von Schalke 04 geschwemmt wird. Woods End ist zwar für Kabuchat fertig, aber das Woods End wird ihn halt auch vor nichts bewahren. So diese, da muss man sich immer vor Augen halten, Woods End ist halt einfach so designt, dass es halt erst dem Gegner Magieresistenz entziehen muss, damit du auch selber welche aufbaust. Und das kostet halt einfach Zeit. Er will halt einen langen Teamfight fighten. Aber du hast vorhin schon schön herauskristallisiert, der Teamfight von Schalke 04 ist nicht auf Länge aus. Der ist auf kurze, knackige, explosive Fights aus. Ja, und das funktioniert auch wunderbar bisher, ne? 8000 Gold sind sie jetzt hier vorne. Da oben, genau, wird an den Turret rangepressured. Da hilft ihm das Woods End auch nicht ganz so viel. Und Vitality hier wirklich in einer katastrophalen Ausgangslage haben bekommen, mit der sie eigentlich versuchen müssen zu snowballen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Schalke spielt das hier relativ souverän. 17 zu 4. Das spiegelt eigentlich die Eindeutigkeit des Spiels relativ gut wider. Es war lange Zeit trotzdem close, aber mit diesem Nash ist Schalke in der Lage, hier Vitality mehr oder weniger komplett zu überlaufen. Und das ist ein Gnar, der schon zwei MR-Items hat. Es ist egal. Es ist eine Level 16er Kali. Es sind auch eher Semi-MR-Items. Das sind jetzt keine Full-MR-Items, die ihm da wirklich enorm viele Resistenzen geben. Aber es ist halt trotzdem immer wieder ganz schön beeindruckend, wenn man da Kali am Berge sieht. Und momentan ist SK wahrscheinlich ganz großer Schalke-Fan. Die sind ja auf besten Wege, SK nochmal die Möglichkeit zu geben, hier diesen Weg in die Playoffs zu finden. Ich sehe auch wirklich nicht, wie Vitality das nochmal turnen will. Hard Engage jetzt hier auf, Jack Troll, der ultet, schöner Flash Engage, aber wer soll kein da Follow-up followen? Es kommt einfach kein Follow-up, die Rumble Ultimate sitzt wieder gut. Da hinten Abedaga wird von Jisuke, andersrum, Jisuke wird von Abedaga relativ gut weggezoned. Double Kill für Schalke, Triple Kill, das soll ja, hier das easy gewesen sein. Attila überlebt, jetzt ist Kabuchat endlich mega nah, aber was bringt's ihm? Was bringt's ihm an der Stelle? Er hat keine Base mehr. Nochmal der Versuch, hier Igna abzuholen. Oh, in Flash kriegt er den Knockup nochmal durch. Attila, aber da lacht ihn einfach mehr nur aus. Easy Game hier für Schalke, also Vitality mit einer fraglichen Champion Select und am Ende hat es in-game auch überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, sie müssen hier höchstwahrscheinlich, oder sie müssen in den Tiebreaker gegen SK gehen, während Schalke ja, mit einer 2-0-Woche nochmal abschließen kann, kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und dass Abedaga hier wieder mit einer Akali zu alter Stärke gefunden hat, das gefällt mir wirklich sehr gut. Also von ihm hier eine glanzvolle Assassin-Performance. Niemand konnte ihm was vormachen, er hat sich einen Kill nach dem anderen gesnackt. Vor allem auch so ein bisschen, schon predictable finde ich an vielen Stellen, aber einfach auch disrespected von Vitalitys Seite aus. Ja, absolut. Sie wollten da dann einfach zu viel forcen, das ging überhaupt nicht gut. Im Gegenteil, es ging halt katastrophal aus. Und dann kommt da sehr, sehr schnell der Snowball einfach von Akali zum Tragen. Also mir hat halt wirklich auch im Early Game diese 4-Mann-Roams, Top 4-Mann-Roams-Spot, die haben mir wunderbar gefallen und Vitality war überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie zu denyen. Nichtsdestotrotz war es ja relativ knapp. Also sie haben halt immer versucht, die andere Seite der Map zu bespielen, reaktiv. Ist die Frage, ob man mit so einer Comp reaktiv spielen möchte. Eigentlich war es okay. Und das Ironische ist ja, Schalke hat so viele Plays so gut geforst und der einfachste von allen, ein simpler Catch im Jungle vom Baron, ohne Vision hat funktioniert. So, das hat das Game ja eigentlich entschieden. Das ist halt wirklich, du hast so viele brillante, strategische Spielzüge und dann hast du diesen einen simplen, der aber so entscheidend ist, dass das Game halt sofort vorbei ist. Das ist halt ärgerlich, aber ich denke, es war unausweichlich. Also Vitality hat zu keinem Zeitpunkt so ausgesehen, als ob sie langsam, aber sicher die Pressure hier gewinnen. Also es war eine dominante Leistung von Schalke, wenn es auch im Early Game mit dem Goldlied nicht so funktioniert hat, hat es mit dem Nexus halt gut funktioniert. Was soll ich sagen? Deutsche Organisationen halten halt zusammen. Das stimmt. Und gut funktionieren tut auch unsere Analyse-Ecke und das werden sie euch jetzt präsentieren. Ja? Viel Spaß.
Ja, vielen lieben Dank. Vitality dreht nochmal eine Ehrenrunde. Sie werden im letzten Spiel, Sie werden im letzten Spiel dann nochmal im Tiebreaker antreten und zwar gegen SK Gaming, die heute natürlich schon gewonnen haben. Und wir haben so ein kleines Déjà-vu jetzt am Laufen. Letzten Split war SK Gaming auch im Tiebreaker gegen Schalke. Diesmal hat Schalke es möglich gemacht, dass sie überhaupt in den Tiebreaker kommen. Ja, mal sehen, wie diese Partie dann nachher ausgehen wird. Ob Vitality überhaupt in die Playoffs kommt oder ob SK Gaming sich doch nochmal jetzt im letzten Spiel dann zusammenreißen kann. Es sind natürlich für die Organisation um SK gute Neuigkeiten, aber warum ist es überhaupt so weit gekommen? Warum hat Vitality sich hier so ja schon fast vernaschen lassen, weil es ganz oft auch Überzahlsituationen gab? Ja, vorrangig ist ja vor allem gerade dieser Rakanas-Problem gewesen. Du wusstest, der Gegner hat eine Catch-Comb. Was wollen sie catchen? Du brauchst also entsprechend Sicht und es war gefühlt nie Sicht da. Es war komplett Bullshit. Egal, wohin sie gehen wollten, zu dritt, zu viert, nie wurden sie irgendwie gesehen. Entschuldigung. Und zugleich muss man dazu sagen, dass Mowgli mit Lee Sin, es ist sein Wohlfühlschirm, also sein Komfortschirm, den er am meisten spielt, wo ich mich frage, wo war er wirklich? Die Präsenz von ihm fehlte sowas von komplett. Keine Insects, also absolut nichts. Und mit der Leistung, jetzt werde ich schon richtig böse, werden sie es nachher nicht schaffen gegen SK. Die Leistung. Ja, also Vitality hat einfach, wie zwischendurch noch von Eis und Soda schon gesagt, wurde ein bisschen disrespected. Ja. Haben da einfach nicht respektiert, wie gut ihre Gegner sind aktuell. Und ich meine, für SK super gut, für Vitality heißt es halt genau das, was man auch jetzt in der zweiten Hälfte des Splits gesehen hat. Sie sind einfach nicht konstant genug, sie sind aktuell noch nicht den Playoffs würdig und müssen sich jetzt halt nochmal beweisen, ob sie denn halt irgendwie noch die Chance haben, reinzurutschen. Aber ich glaube, selbst dann würde es für Vitality sehr, sehr schwer werden. Ja, wie ich sehe, hast kein Pyro-Tool dabei. Es gab halt nur Stomps. Es gab nur Stomp. Das einzige Play, was zwischendrin noch interessant war, war der Herald. Aber das war halt ein 1 gegen 1, wo man einfach besser gesmeldet hat. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man hier auch dann natürlich nicht die Motivation gesehen hat von allen anderen Teams, die jetzt unter den Playoff-Plätzen standen, haben wir gemerkt, die wollen unbedingt noch weiter hochkommen. Ja, wir haben es die ganzen letzten Wochen irgendwie auch so ein bisschen vernommen bei Teams wie Rogue. SK Gaming hat sich letzte Woche zusammengerissen. Also wieso konnte Vitality das heute nicht? Also es wirkte schon fast so, als wurden sie überrannt und gleichzeitig auch das wenig Gegenwehr. Kam. Ja, vielleicht auch so ein bisschen diese Vietnam-Flashbacks von den Worlds 2018. Anders kann ich es nicht nennen. Dort haben sie bereits auch schon verloren. Ihnen hätte ein Sieg gereicht, um weiterzukommen ins Viertelfinale. Hat da nicht sein sollen. Und jetzt einfach diesen Druckstand zu halten. Misfits, wenn man bedenkt, obwohl sie komplett raus waren, haben ihr Bestes gegeben. Sie wussten jetzt, hopp oder top, es wird oder es wird nichts. Und wie gesagt, leider muss ich Mowgli wieder hervorheben. Du hast gesehen, dass er keine Plays im Kopf hatte, es war immer nur reaktiv auf was die Gegner machen, nicht selbst mal die Zügel in die Hand genommen und das ist einfach der Hauptfehler. Ich glaube, sie konnten den Druck einfach in diesem Fall wieder nicht standhalten. Ja, wir werden da trotzdem Rogue heute nochmal sehen tatsächlich, im letzten Spiel gegen Fnatic. Aber vielleicht werden wir da einfach nochmal eine Partie sehen, die auch einfach was fürs Auge ist. Was auch immer für was fürs Auge ist, ist die Werbung. Die sehen wir gleich. Aber gleichzeitig auch gleich nochmal G2, die werden gegen Excel. Also der erste gegen den letzten, mal sehen, was da so passiert, ob wir mal ein Timo sehen oder so. Das hatten wir auch schon lange nicht. Ne? Bis gleich.